Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen. Beliebt oder unbeliebt, U-Boote sind ein Teil dieses Spiels und somit auch ein Teil der Einsendungen. Wir haben ja gleich eine Zweierdivision an U-Booten. Einmal die Salmon von unserem Einsender, dann haben wir schon Nyokokun und dann die Stahlratte in der U-190. Da haben wir uns die Büchse der Bandora einmal genauer an mit ihren 94 Metern Länge und ihren 2,2 Tonnen. Ein unscheinbares Schiff im Vergleich zu den anderen Riesen, die wir hier in diesem Gefecht von Stufe 8 bis Stufe 10 haben. Und dennoch ein Schiff, das zu einem der gefährlichsten, nicht nur im Spiel, sondern auch in den Weltmeeren schlussendlich gehörte. Ja, jetzt nicht unbedingt dieses spezifische. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir haben uns einmal noch den kleinen Mitstreiter hier an. Stahlratte 666. Also nicht der ist klein, aber die U-190, das deutsche U-Boot auf Stufe 8. Übrigens hier noch einmal kurz die Einblendung. Immer wieder geht's mal, immer wieder geht's nicht. Hier mit den Teammitgliedern in Gegnerdivision. Ja, da haben wir, wie groß die Black ist im Vergleich zum U-Boot. Heißt immer nicht so gut zu sprechen auf die U-Boote. Na, größere Schiffe hat immer recht, oder wie heißt das? Schauen wir mal, wie sich das spielt, wenn beide U-Boote hier auf einer Seite sind. Wie ihr vielleicht wisst, die Salmon hat 8 Torpedos in entweder Homing oder Nicht-Homing. Die Homing-Torpedos, die haben 11 Kilometer Reichweite, die Nicht-Homing haben 9 Kilometer Reichweite. Blutungschancen sind ebenso unterschiedlich, von 82 oder 32%. Immer kommt es darauf an, auf welches Schiff die abgeschossen werden. Oh, und da ist gleich das gegnerische U-Boot. Denn, je nach Hülle und auch Stufe ist die Flutungschance anders, also die man machen kann auf ein gegnerisches Schiff. Natürlich sind die normalen Torpedos auch langsamer mit 65 Knoten, die Homing-Torpedos 86 Knoten. Für all jene, die nicht wissen, was Homing-Torpedos sind, das sind jene Torpedos, die mit einem Ping ins Ziel gelenkt werden können, aber nicht müssen. Das ist ein großer Unterschied. Man sind hier erkennbar an den Anzeigen hier, diesen dieses Vibrierende, das sonst bei den normalen Torpedos nicht ist, das auch entlang der Linie, die wir jetzt gleich verschießen werden, ja, das Signal, ja, ist dann genau Sonar. Und ab diesem Moment, wo es ein gegnerisches Schiff trifft, könnt ihr vielleicht gleich sehen, das wird jetzt nicht treffen, ja. Torpedos sehen generell gut aus. Hat er nochmal geschossen? Nee, hat er nicht. Das wäre natürlich jetzt ein Deathstrike gewesen, hätte Nyokokun getroffen, könnte man fast sagen. Ne? Aber natürlich kann man nicht jede Sekunde hier das Sonar benutzen. Es hat eine ganz, ganz kurze Wiederaufladezeit von 9 oder 10 Sekunden. Können wir auch noch einmal darüber hovern. Ist auch 9,5 Sekunden, ne? Ist auch abhängig von U-Boot zu U-Boot, von Nation zu Nation. Und dieses Mal geht er auf Nummer sicher. Er schießt zuerst das Sonar ab, damit die Torpedos homen. Und danach schickt er die Torpedos los. Das ist nicht unbedingt notwendig. 4 vorne, 4 hinten auch noch. Bei diesem Schiff der Salmons bedeutet, man kann wegfahrend auch noch Torpedos feuern, was relativ praktisch ist. Ganz wichtig hier ist allerdings, wenn er unter 8 Kilometer kommt, zu einem Schiff, das in der Nähe ist, muss nicht das Schiff sein, auf das er gerade zielt mit seinem Sonar, dann ist er offen. Also nicht offen im Sinne von offen wie andere Schiffe, nein. Sondern offen im Sinne von, es wird im Wasser dieser halbmondkreisförmige Bereich angezeigt, der allen anderen außer U-Boot-Fahrern zeigen sollte, wo das gegnerische U-Boot ist, wie hier. Also, wie hier, das ihr gerade im Wasser sehen könntet. Und jetzt sind wir in der normalen Aufdeckungsreichweite der Schiffe, wie es aussieht. Begegnungsreichweite ist jetzt nur noch 3,2, weil getaucht, aber 3,1, aber wir gehen jetzt wieder hoch. Sind wir 5,9, 6,0 Aufdeckungsreichweite für die Salmon, da waren wir kurzfristig auf 5,4. Und ihr seht schon, das Gegnerteam ist nicht so gut beim Wasserbombenabwurf wie unser Team. Wobei man auch sagen muss, die Slava ist weitaus näher dran als vielleicht eine Yamato hier.
Und auch da kommen die Wasserbomben an. Auf unsere Stahlratte. Da schauen wir mal, wie genau das Ding ist. Beobachte es auch ganz genau. Ja, out of range. Hat vielleicht eine Flutung gemacht und dann repariert, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und das gegnerische U-Boot ist in die Enge gedrängt. Jetzt wird es interessant. Wir haben verschiedene Abwehrmaßnahmen noch, wenn wir einmal schauen. Wir haben die verbesserte Ruderanlage oder das U-Boot-Überwachung. Das ist für die Ortung von U-Booten zuständig. Die verbesserte Ruderstellanlage für das schnelle Auf- und Abtauchen. Wichtig eben bei Beschuss. Und jetzt sehen wir einen U-Boot-Kampf. Aber die Bismarck hat es schon erledigt. Ach, schade. U-Boot-Kämpfe an und für sich wären vielleicht mal eine spannende Alternative, dass sich die beiden Schiffe gegenseitig orten und auch gegenseitig bekämpfen können. Gut, ich glaube, dieses Cap hier wird nicht weiter belästigt. Allenfalls das U-Boot wird noch die Slava oder die Bismarck jagen. Vielleicht bringt Wargaming mal eine Counter-U-Boot-Klasse ins Spiel, die dann natürlich auch, wenn auch eingeschränkt, andere Klassen auch jagen und Schaden machen müssen darf. Ja, weil ansonsten spielt sie ja niemand, das ist ja klar. Wenn man nur die zwei U-Boote im Gefecht jagen darf und das war's dann, dann war man auf der falschen Seite. Oder das U-Boot wird von jemand anderem getötet, dann sitzt man da 20 Minuten und kann überhaupt nichts mehr machen. Also es muss die Möglichkeit dennoch bestehen, dass man die andere Klassen auch beschädigen darf. Ja, aber ihr seht schon, wir haben hier zu großen Teilen oder bisher quasi immer nur die Homing-Torpedos gesehen, die mit, was haben die an Schaden? 7833 relativ wenig Schaden machen, fast doppelt so viel Schaden, fast. Mit 13867 machen die normalen Torpedos, die auch eine höhere Reichweite haben. Vielleicht kommen wir auch noch in den Genuss, das zu sehen. Was wichtig ist, und das viele hin und wieder außer Acht lassen, wenn ein U-Boot mit der gesamten Flotte kämpft, dann wird es schadenstechnisch oft so aussehen, wie gerade eben hier bei Nyokokun. Momentan hat er 0 Schaden auf der Uhr, aber 37.000 Spotting Damage. Ja, Spotting Damage in allen Ehren, aber ein bisschen selber Schaden machen, halt auch gut. Nicht für die Statistik, denn die nimmt das gar nicht auf, weil die API gibt das nicht weiter. Aber, naja, für einen selbst. Für die interne Statistik von World of Warships. Nicht nur für die Stats and Numbers Statistik, die angenehmer zu sehen ist. Aber gut. Wird jetzt ein bisschen schwierig sein, vorherzusagen für mich, was jetzt genau passiert. Ihr seht nämlich, die Black ist im Cap und es gibt keinen Widerstand zur Z oder von der Z. Die Z46 müsste der 8er, der 9er Deutsche sein, mit 5,5 Kilometer hydroakustischer Suche. Die geht noch vorher auf, dann kann man tauchen. Und dann braucht es 2 Kilometer Entfernung zum Feindschiff, damit unser U-Boot aufgeht. Aber eben, mehr geht es darum, jetzt zu sehen, wohin Nyokokun fahren wird, aufgrund der Feindbewegung. Ich denke mal, die Bourgon wird das Ziel sein, das er sucht. Interessanterweise sind jetzt 11 angezeigt, 11 Kilometer. Reichweite der Hauptartillerie. Das wäre doch nur möglich, wenn er die Ach, ich bin ein Idiot. Die Homing-Torpedos haben 11 Kilometer Reichweite. Und die anderen haben 8 Kilometer Reichweite. Warum 8? Nicht 9? Bin ich jetzt rum? Bin die nicht? Die nur noch 8? Hat es eine Änderung gegeben? Hatten die nicht mal 9? Ah, das ist ja mit dem Gehirn ist das eine wilde Sache. Ich sollte die Dinge ablesen, die ich ablesen kann, sind zu viele Schiffe wieder im Spiel. So ist es einfach. Ne, tut mir leid an alle U-Boot-Enthusiasten. Einmal gelesen, dann das Gehirn irgendwo abgespeichert. Und anscheinend entweder falsch abgespeichert oder aber Wargaming hat was geändert. 8 oder 9 Kilometer ist eigentlich für die Torpedos relativ Wurst. Die schießt man dann eh nur ab, wenn man nah dran ist. Und ob das 9 oder 18 sind, je näher dran ist, desto besser. Ja, eine convenient Einstellung.
Das einzige Problem hier bei der Salmon, was man bei den Deutschen nicht hat, ist, dass man quasi immer nur die Hälfte der Torpedos einsetzt. Wobei man jetzt aber auch kurz nachschauen könnte, wie viele auf einmal laden. Ah, das wird ja nicht angezeigt. Es laden zwei immer. Ja, das sieht man unten beim bei der alternativen Bewaffnung, dass immer zwei und zwei laden. Okay, das ist praktisch. Ja gut, praktischer wären vier, aber naja. Aber man sieht's, immer zwei. So. Und ihr seht auch hier wieder, ich glaube mal, jetzt wird fetter Schaden gemacht, wenn möglich. Die ein und zwei Torpedos auf die Polgon sind ausgelaufen. Ah, und er ist jetzt offen. Also ihm wird angezeigt, oder dem Feind wird angezeigt, wo sich das gegnerische U-Boot über den Halbkreis befindet. Ist natürlich für den Arsch. Er fährt hier mit 25 Knoten und teilweise noch schneller. Könnte er theoretisch, wenn er auftauchen würde, oder was macht man ja nicht, er ist ja in Spotting Range, seitwärts weg. Also eigentlich vollkommen irrelevant. Ihr seht, wo die Borgon hier die Flieger hinschickt. Das ist ganz klar. Es ist einfach schwierig zu predikten. Sprich, er wird jetzt einmal wahrscheinlich nach links drehen, damit er sich entfernen kann. Ganz genau. Und damit den hinteren vier Torpedos abfeuern. Weil er abfeuert, wird er wieder nach rechts drehen, um sich seitwärts oder abgefeuert Position zu bewegen, größtmöglichst Strecke zu machen und dann wird er pingen. Warum so? Oder da mal nach links, das geht auch. Warum so? Ja, weil es so viel schwieriger einzuschätzen ist für die Borgon, wo sich das gegnerische U-Boot befindet. Und ihr seht ja, wo der Abwurf stattfindet. So, als würde er weiter auf ihn zufahren. Es ist ein Punkt, den Wargaming angibt, der dann ja, in alle vier Himmelsrichtungen mit einer Wahrscheinlichkeit, einer Trefferwahrscheinlichkeit von 25%, könnte man sagen, geschätzt werden muss, wo sich das gegnerische Schiff befindet. Also U-Boot-Bekämpfungsmaßnahmen, ohne dass das U-Boot zumindest mal kurz offen war und man sieht, in welche Richtung das Ding wirklich neigt, ist halt relativ für den Arsch. Aber naja. Blindes Huhn findet auf meinen Korb. Ihr seht hier. Wir sind jetzt bei 43.000 Schaden. Die Yamato ist breitseitig, wie bei allem Feindbeschuss, immer ein leichteres Opfer, als wenn sie Bo-On steht. Vorteil von Bo-On, oder dass vorne getroffen wird, wie hier jetzt. Hier gibt es keinen Torpedoschutz und es gibt eher einen Wassereinbruch. Natürlich limitiert auf einen Einbruch pro Hälfte des Schiffes, ne, wie ihr wisst. Da ist das Problem. Man kann also nicht mehr ganz viele Einbrüche haben, wie es früher, früher der Fall. Das kann man auch nicht sagen. Zeitweise gab es nur einen Wassereinbruch für das gesamte Schiff eigentlich. So ist es. Und der hat dann halt mehr Schaden gemacht. Jetzt gibt es zwei, die die Hälfte des früheren Schadens machen. Ihr seht schon, wie man sich dreht und wendet mit dem U-Boot. Denn genau das ist es. Immer zwei Torpedos hier abschießen, desto mehr Schaden macht man. Und solange der Ping hier aufrechterhalten wird und die Torpedos homen, man immer schön in Bewegung bleibt und auf keinen Fall statisch das U-Boot spielt und vor und zurück fährt, am rückwärts die langsamste Gangart, wird man eigentlich sehr viel Schaden vermeiden können. Diese Replays hier, wie ich immer sage, die das normale Spiel abbilden, leider ein bisschen zu hoch gegriffen sind, teilweise aber aufgrund der Einsendungen, nicht wegen meines Aussuchens, denn niemand sucht ein schlechtes Replay aus zum Einsenden, zeigen eher den Spielern, die interessiert sind, U-Boot zu fahren, wie man über die ersten Hürden kommt. Man kann daraus durchaus einiges lernen. Problematischer dabei ist, aber das ist nicht die Schuld des Replays, sondern die Schuld von Wargaming. Die zeigen nicht, wie man den Schaden vermeiden kann oder eher, wie man das U-Boot bekämpfen kann, weil naja, man bekommt sehr wenig Information, wo sich das U-Boot befindet. Und man kann es eigentlich eigenverantwortlich gar nicht spotten. Wenn das U-Boot an der Oberfläche ist, dann ist es mit Radar aufzudecken. Wenn es auf Seerohrtiefe ist, dann nicht mehr. Das ist quasi die Möglichkeit, auf große Entfernung ein U-Boot aufzudecken, wurde einem damit schon genommen. Das nächste ist natürlich die hydroakustische Suche. Die geht
auf die Maximum Range der hydroakustischen Suche bei sehr hoher Tiefe. Wenn der Suchhut dann auf 30 Meter taucht, dann schon auf die anfangs kolportierten 2 Kilometer. Wenn ihr das gehört, noch geändert. Es gibt eh nicht so viele Schiffe mit Hydro. Die muss man dann eben in einer dezenten Entfernung erledigen. Und ihr seht, wie viel an Potential Damage hier die Wasserbomben generieren würden, die alle nicht treffen. Ne? Wir haben jetzt 72.000 Potential Damage. Ei, viel, ne? Für einen Hubot, das einmal kurz offen war, einmal kurz beschossen wurde, in die Nähe geschossen wurde, oder in der Nähe war, als irgendetwas anderes beschossen wurde. Man muss ja gut aufpassen mit den 14.000 Trefferpunkten, die wir hier nur haben. Da darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Muss ich aber mal kurz die Werte der Höchstschaden 12,5, 7833. Die haben auf jeden Fall was bei den akustischen nicht-akustischen Torpedos geändert. Das war doch mal mehr. Ja, egal. Fast doppelt so viel war es mit über 13.000. Schieß mich tot. Aber ist Wurst. I get the point. Ich darf nichts mehr aus meinem Gehirn hier referieren. Wargaming ändert zu viel. Wahrscheinlich in den unteren Bereichen der Patch Notes steht es dann dran. Oh, es wurden folgende Werte angepasst. 20 Einträge später. Marginale Anpassungen, die sich auf die Gefechtsperformance wahrscheinlich marginal auswirken, aber ein großer Unterschied ist, wenn man Zahlen nennen möchte. Na, ihr seht, momentan ist es ein leichtes Abfrühstücken, obwohl der große Kurfürst hier tatsächlich hydroakustische Suche einsetzen könnte. Und dann wären wir gezwungen, eine Stufe tiefer zu tauchen. Aber entweder hat er es gerade nicht ready. Ja, muss er wohl. Ah, jetzt hat er es endlich wieder ready. Und ihr seht, wir sind auf 5,3 Kilometer. Obwohl unsere Aufdeckungsreichweite nur 3,1 wäre gewesen. Ne? Aber das, die hydroakustische Suche funktioniert natürlich auf die 6 Kilometer, bis wir tauchen. Und ihr seht, wie schnell wir auf 30 Meter Tiefe sind. Das ist dann quasi hier die Maximaltiefe, die notwendig ist. Weiter müssen wir eigentlich nicht. Die hydroakustische Suche wirkt nur noch auf 2 Kilometer. Ja, that's it. Allerdings wird es jetzt ein bisschen gefährlicher, denn unter Wasser, interessanterweise, ringert sich auch unsere Geschwindigkeit hier auf 12 Knoten. Das ist Arcade-Spiel wichtig, dass das so gemacht wird. Da sind wir nämlich einfacher zu treffen. Mit dem Wasserpump. Beim Pingen. Allerdings sind wir mal so nah dran, dann können wir tatsächlich umschalten auf unsere Nicht-Homing-Torpedos und dann auftauchen. Peng. Nun denn, was soll man sagen? 136.002 zerstört. Ein Spiel, in dem das U-Boot quasi seine nahesten Feinde beherrscht hat, ist natürlich eine Klasse, die dafür ausgelegt wurde, genau das zu machen. Wir haben viel Schlachtschiffschaden und sonst weniger eher. Seht auch, das zweite U-Boot ist auf Platz 2 Stahlrate, den wir komplett aus den Augen verloren haben, was er gemacht hat. In den ausführlichen Bericht, wir haben quasi nur Schaden auf Schlachtschiffen, 136.000. Ich weiß jetzt nicht, ob das 2.400 Damage wert gewesen wäre bei jeder anderen Klasse. 17.000 davon ist Flutung, die generell ein bisschen seltener oder weniger gewertet wird. Auch bedingt durch das Nichtsehen haben wir hier nur wenigen potenziellen Schaden, der eh nicht so viel bringt tatsächlich. Und Spotting Damage haben wir jetzt mit 69.000, also durchschnittlich, wobei es geht eigentlich. Ne? Aber ihr seht schon, das U-Boot, das ist ein bisschen Bar jeder Konkurrenz, wenn sich nicht sehr viele Schiffe darauf konzentrieren. Und selbst dann ist es bei einem gekonnten U-Boot-Kapitän relativ schwierig, es zu bekämpfen, weil es schwierig ist, es aufzuklären.
selbst dann kannst du kein U-Boot zurückziehen und sagen, ja, I take that shit, I'm out. Ne? Das, wenn mich interessiert das, ich verpiss mich mal und gehe woanders hin. Außerhalb einer gewissen Distanz kannst du dann über Wasser mit 30 Knoten wie das andere Schiff die Seite wechseln und dann wieder angreifen. Das Wargaming wird dann noch ein bisschen nachbessern müssen, denn ihr dürft auch nicht vergessen, das war ein Stufe 8 U-Boot, was natürlich ein bisschen besser ist für die eigene Auswertung hier, das aber gegen Stufe 10 Schiffe gekämpft hat. Schlachtschiffe waren nun einmal hier die Opfer. Das ist ganz klar. Ist also von der realistischen Seite her durch die durchaus denkbare Begebenheit in einem Arcade-Spiel, hat das aber relativ wenig zu suchen, vor allem wenn der Spielentwickler noch angegeben hat, dass, alter Schwede, willst du mich nicht verarschen, oder? Deswegen sind die Werte anders, oder? Kann das sein? Es sind einfach andere, das sind nicht die richtigen Einbauten drin. Es fehlt ja auch die Verbesserung der, ja, ich dachte doch, die hat doch mehr als 14.700. Wie sind das? Ja gut, ne? Das ist halt dann immer schwierig. Sehen, wie, was, welches Schiff, wo, wie war. Naja, so ist es halt. War kein Vollausbau. Vielleicht kommt es danach auf die Werte, die mein Gehirn gespeichert hat. Wie schnell man hier in Verlegenheit kommt. Na, wie gesagt, schon im Gefecht. Wichtig für Spieler, die sehen möchten, wie die U-Boote funktionieren. Weniger wichtig für Spieler, die sehen möchten, wie man ihn ausweichen kann. Denn ja, ist schwierig. Ich sage aber dennoch immer vielen lieben Dank fürs Einsenden. Es ist immer eine Bereicherung, alle Klassen zeigen zu können, wie ich finde. Und man nimmt dann doch etwas mit. Selbst wenn man es zuerst nicht für möglich gehalten hat. Dankeschön fürs Zusehen, Dankeschön fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.